So, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Abos und ja, meine lieben Gäste. Ich würde mal sagen, hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 8. Und diesmal habe ich einen wunderschönen Gast, einen lieben, vollen, netten Kerl. Und zwar den. Dirk Schatter LP, hallo. Hör mal, weißt du gar Hi. nicht, wie ich heiße oder was? Nein, ich Das wollte, ist dass ja du es sagst. echt peinlich. Stell mal vor, nein, nein, aber stell dir mal vor. Stell dir mal vor, ich hätte das gesagt. Wäre es nicht irgendwie langweilig geworden? Ja. Ich meine, so musstest du es mal ansehen. Es war cool. Ja, es war. Der Effekt hielt sich in Grenzen. Aber Danke. danke. Was Bitte ist denn schön. hier los? Ah, jetzt. Ich bin gerade Achter und ich weiß nicht, was gerade hier los ist. Ich bin Dritter. Juhu! Das ist doch cool. Natürlich. Aber ich muss gestehen, ich habe vor meiner Kurz. Begrüßung auch nochmal auf Skype gucken müssen, wie du heißt. Tja, Leute, das ist unsere moderne Gesellschaft. Ja, aber wir kennen uns ja nicht so lange. Nee. Ja, wir hören uns jetzt auch das erste Mal ungefähr. Aber nee, es macht ja Spaß. Ja, so eine Art, ja. Ja, absolut. Ja, was wir heute für ein Thema haben, das ist so selbst nicht. Ja, aber es macht Im nichts. letzten Part war es ja die. Die Aber wir haben ja Nintendo immer ein Parat, Direct. irgendwas, wenn wir schon Ja. labern. Ja, gut. Wenn nicht, es gibt immer genug News, die es zu diskutieren gibt oder irgendwelche Themen. Zum Beispiel, wie findest du es, dass Star Fox Zero verschoben wurde? Interessiert mich nicht. Interessiert dich nicht das Spiel? Okay. Naja, es liegt nicht an Star Fox Zero, es liegt daran. Man schwebt da irgendwie mit so einem Luftding da rum Ja. und schießt da irgendwie so eine Dinge ab. Ich meine, was ist daran so interessant? Ich meine, da kann Tja, ich ich. zu Hause auf GTA spielen und schießt da die Leute ab. Das ist der gleiche. Ja, ich weiß es eigentlich auch nicht. Also, Auch ich hab Lust und ja. Laune. Ja. Naja, wir kommen. Ach nee. So brutal wie GTA ist Star Fox jetzt auch nicht. Aber ich hab's auch noch nie gespielt. Also, sowohl GTA wie auch Star Fox. Und. Wie jetzt schon vorbei. Man kann dem Ganzen, finde ich, eine Chance geben. Ich guck mal, ob ich es irgendwie spielen werde oder mir holen werde. Aber es sieht jedenfalls. Ja. Es sieht so aus, als ob es ein ganz gutes Spiel würde. Auch diese Mechanik mit dem View Gamepad und so. Grafik ist jetzt gut. Ja. Ja, was anderes, aber ich würde dem Spiel sogar eine Chance geben. Animal Okay. Crossing Dorf, Animal Crossing Ja, Dorf. ja. Es liegt daran, ich meine, es ist auf GameCube kein Problem, spiele ich die so weg. Habe ich auch Bock drauf, weil du da mit Fox rumläufst, was. Es ist was Intelligentes, es ist auch was Tolles. Aber wenn du da Ja. die ganze Zeit mit deinem Raumschiff da umnimmst und da die Leute schießt, ich meine, es ist zwar ein bisschen gut, okay? Ich kann mich, meine ich, einen Tag mit beschäftigen, aber danach, Ich verstehe. ich meine, was soll ich denn nachmachen? Wieder mit einem Raumschiff da durchschwimmen Tja. oder. Gute Frage, Marci. Ja, ich meine, ich habe das. Also, weil als Star Fox zu den GameCube kam, weißt du? Ja. Also, weil, ich meine, ich habe da Fox gesehen, ich konnte mit denen bewegen, habe da ein paar Missionen gemacht und darauf, das mag ich gerne. Deswegen mag ich auch gerne Zelda. Ja. Aber, okay, ein bisschen mit den mit diesen Luftschiffen die schweben da, ist auch nicht verkehrt. Will ich auch Ja. gar nicht sagen. Hätte Nintendo Ja. auch beides machen können. Dann, wenn die beides gemacht hätten, dann hätten sie es gekauft. Dann wäre es bei mir Ja. schon in der Hand gewesen. Ja. Aber so sage ich nee. Was mache ich da eigentlich? Was sagst du dazu und was hat dich so berührt, dass du gesagt hast, jetzt ist da. Ich meine, das muss ja einen Grund haben. Weiß auch nicht. Also, ich, nee. Es schien mir jetzt so wie so ein Top-Titel, der viel angepriesen wird von Nintendo. Aber das war ja im Prinzip Splatoon auch. Ja. Und trotzdem mag ich Ich es muss sagen, nicht. Splatoon würde ich vorziehen. Ja. Ich würde Splatoon vor die Star Fox jetzt vorziehen, okay. Okay.
Ja, ich weiß auch nicht. Splatoon. Es hat was mit mehr Spaß. Ich meine, okay, Splatoon ist ein bisschen genauso. Ja, es ist man schießt dann mit seinen paar Pistolen da einmal rum. Ja. Und ja. Ich denke einfach. Aber ich glaube auch, dass man das gar nicht so vergleichen kann, weil Splatoon ist halt ein Online-Spiel, das lebt von dem Online-Modus. Und Star Fox Zero ist eher mehr so ein Einzelgänger-Spiel. Und das natürlich auch seinen Flair hat. Vorteil. Okay, keine Frage. Würde ich auch sagen, dass es ziemlich gut ist. Aber was gar nicht gut ist oder was gar nicht geht, ist, dass sie ja nur mit den Rumschiff. Ich meine, was haben die sich dabei gedacht? Ich meine, wo ist der Spaß? Tja. Ich weiß es nicht. Ich meine, schreibt mir das in den Kommentaren. Ja, genau, schreibt es. Ja, genau. Ich möchte dann. Verstehe ich nicht. Ich meine, woher erkennt ihr euch den Spaß? Wo ist der Flair von einem Star Fox? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich würde es auch gerne wissen. Jetzt kommt Star Fox in GameCube ab. Das nur ist Star Fox mal jetzt. Was nächstes erscheinen soll. Was mache ich da? Die Rennen gehen richtig schnell vorbei. Wenn man ein gescheites Gesprächsthema hat, gehen die richtig schnell vorbei. Ja, ist so. Alter. Ja, dafür bin ich auch Siebter geworden. Ja, ich bin Dritter. Aber ich knack die 7000 Punkte nie, ich sag's dir. Ja, du. Ist es denn nicht schon mal die gleiche Map wieder? Ja, es ist wieder die gleiche. Egal, komm, machen wir das Beste draus. Ja, viele Zuhörer. Ja, hast du damals so Mario Party gespielt? Mario Party habe ich, ich habe sogar eine Gamecube und da habe ich ich glaube, ich habe Teil 4 oder so. Teil 8 hatte ich für die Wii, hab's aber dann verkauft, weil ich es eigentlich scheiße fand, also halt nicht so gut. Die Mario Party Teile sind, glaube ich, einfach auch nur so ein, ich weiß nicht, das ist ja kein Spiel, wo Nintendo jetzt wirklich Mühe und Arbeit und auch die Zielgruppe ist eine nicht so niveauvolle, so ungefähr. Das ist einfach nicht mein Spielgenre. Jetzt bin ich in meine eigene Banane reingefahren. Und deswegen. Ich küsse hier eine Wand nach den anderen. Ich mag's, aber es ist wirklich kein Dauerbrenner. Es ist wirklich kein Dauerbrenner. Das spielst du mal allein, dann spielst du es mal mit Freunden und dann spielst du es nie mehr. Und das ist halt, finde ich, schade. Ja. Was die meisten jetzt so hassen, weißt du, konntest ja damals in Mario Party N64 konntest du dich noch bewegen, weißt du? Ja. Wenn du dir heute die Mario Party anguckst, du bist auch so dick. Und dann irgendwie bewegst du sich selbst, weißt du? Ja. Und da verliert Mario Party am Flow. Ja. Ja. Spaß. Ja. Ja. Dem pflicht ich bei, ja. Das stimmt. Ja, Leute, das ist irgendwie so. Ja. Also mich begeistert Mario Party wirklich nicht. Also auf Dauer auch nicht. Ich habe mir den 10. Teil deswegen auch nicht geholt. Auch wenn der 10. Jahr. Der 10. wurde ja auch nicht so gut bewertet, aber ich hätte es mir vielleicht sogar noch eher geholt als. Also Mario Party 9 habe ich mir auch nicht geholt. Wobei das ja eigentlich ganz gut gewesen sein soll. Aber. Mario Party war als letztes durch das von der GameCube bis auf dem DS. Ja. Und danach habe ich das irgendwann lang aufgehört, weil es war kein richtiges Mario Party mehr. Es ist halt so. Ja. Weil Leute, mein Name ist Marci, was hast du denn jetzt wieder? Leute, wenn ihr was. Alle, ihr könnt Mario Party kaufen, es ist mir scheißegal. Es ist eure Sache, aber bitte, es ist halt so. Es ist halt so, also kein Kompromiss. Kein Kommentar. Ja, es ist halt so. Man muss das halt wirklich mögen und so. Und
Verstehe ich natürlich. Dass es da Leute gibt, ja, die das toll finden. Danke. Und es gibt halt Leute, die finden es eher mehr so Massenware, weil es auch so viele Mario Partys mittlerweile gibt. Und die einfach, das ist es nicht. Und man denkt halt einfach, die bringen nur ein Mario Party raus, weil es bis jetzt auf jeder Konsole ein Mario Party gab und deswegen muss jetzt auch für die Konsole eins kommen. Und dann denken sie sich so Zwang. Sie überlegen sich dann zwangsweise oder unter Zwang der Fans oder keine Ahnung, irgendwelche Ideen, die sie dann halt, wo sie dann halt einfach ein Spiel machen, wo sie eigentlich kaum Bock dazu haben oder so. Und ja, so scheint's zumindest. Und das ist halt schade. Und genau so, das ist das Problem, das wir alle momentan haben. Liebe Leute, liebe Abos, es ist halt so. Und ja, vielleicht ändert Nintendo das irgendwann, ich weiß es nicht. Es hat halt Tradition. Aber auf jeden Fall ist es die Zeit. Ja. So, und jetzt an Nintendo. Meine lieben Nintendo-Mitglieder. Lasst euch Zeit, aber macht ein vernünftiges Mario Party. Genau. Ja. Bitte. Genau. Ihr könnt für die NX könnt ihr euch Pause lassen. Ja. Ihr könnt auch, okay, ich bin ein super geiles Super Mario Galaxy 3. Das nehme ich als Tausch gerne an. Genau. Aber bitte. Ich glaube nicht, dass eins rauskommt. Bitte kein Mario Party. Ich meine, wie soll. Ihr macht da keinen Gewinn mit. Ja. Und die Video. Genau. Ihr macht keinen Gewinn. Und die die Videospiele werden eigentlich allesamt schlecht bewertet. Ihr versucht es besser zu machen, aber es ist einfach immer noch Mario Party, ne? Und. Jeder weiß, dass Mario Party einfach, also nicht gestorben ist, aber das Flair verloren hat und deswegen, Wow. Ja, so ist es. Dafür haben sie ja jetzt dieses Amiibo-Festival gebracht, ne? Nein. Für Animal Crossing, ne? Ja, genau. Wo ja erst der Online-Modus angekündigt wurde und dann doch gecancelt wurde. Aber macht ja nichts. Ja. Warst du eigentlich auf der Gamescom dieses Jahr? Das ist eine sehr gute Frage, mein Lieber. Oder warst du generell mal irgendwann auf der Gamescom, wenn ja, wann? Natürlich war ich auf der Gamescom. Ja? Nur dieses Jahr leider nicht. Warum? Aber ich gehe nächstes Jahr hin. Okay. Ich hoffe, dass ich auch nächstes Jahr mal hingehe. Ich war nämlich noch nie da und das muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Und wenn nicht, ja, dann fahren wir halt zur E3. Kein Problem, wir wollen es dann gleich treffen. Ich halt in den Sommerferien zur E3. Ist auch cool. Meine Eltern haben gesagt, E3? Das würden wir machen. Wo ist das denn? E3? Hast du nie gehört? Ja. Doch, natürlich. Ich habe die E3 sogar geguckt. Ja? Aber ich weiß nicht, wo das ist. Also, ja, das ist die größte Spielemesse. Ja. Das ist halt eigentlich genau dasselbe wie die Gamescom. Nur halt nicht die zweitgrößte, sondern die größte. Die ist in Los Angeles. In den USA. Ja, fahr da mal hin. Und, Also meine Alten haben gesagt, sie würden das theoretisch mit uns machen, also mit mir machen, weil die auch mal in die USA wollen. Und das sind ja Sommerferien meistens. Ja, warum nicht? Im schnellen USA. Kann man ja machen. Ne? Ja gut, ja, aber das Problem ist, ich werde keine Sommerferien mehr haben nächstes Jahr. Okay. Das ist, Darf ich. Leider so. Ah, egal. Das letzte Mal. Dafür habe ich dann Abitur ja, und das ist mir auch recht. Ja, also ich werde nächstes Jahr auf die Gamescom fahren, meine lieben Damen und Herren. Also jeder, der auf die Gamescom fährt, der sieht mich. Cool. Marios Metro, bitte. Ja, eben. Gamescom wird geil. Ja. Da ist die NX auch noch da. Das wäre natürlich perfekt. Perfekt. Da fahre ich mit jemandem hin. Okay. Die ist schon ein bisschen älter, ja. Und vielleicht kann man da ein paar von euch sehen. Das wäre natürlich mal ganz nice, ne? Ja, du musst ein Shirt anziehen mit deinem Namen fett drauf. Und dann würde dich jeder ansprechen. Bisschen Werbung machen. Und dann muss ich zu YouTube schreiben, ne? So unten mein Shirt in einem Marcy geben. Und schon wieder diese Strecke, Mann. Das ist ja unfassbar. Immer dieses Dragon, wie es auch heißt. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, die haben es heute. Ich bin, also Leute, Entschuldigung, dass ich jetzt die ganze Zeit letzter bin, fast, ne? War jetzt, ne?
Keine Fragen mehr, also das reicht mir. Ja. Ja, was Ja. erhoffst du dir eigentlich auf die NX? Also was? Gute Ja, Frage. stell die nicht ganz mit. Das ist eine sehr gute Frage. Also wie ich dir schon gesagt habe, ich glaube eher nicht, dass es die super, hyper, mega Technik-Konsole wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil Nintendo einfach eine ganz andere Politik betreibt hat in den letzten Jahren mit der Controller-Technik nämlich. Okay. Und also durch innovative Eingabemöglichkeiten quasi mit Fernbedienung und Gamepad. Also ich kann nicht sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie Ja. wieder auf die alte Schiene zurückfahren mit ihrem Technik. Aber es ist halt einfach, man muss es einfach sagen, die Konkurrenz ist heutzutage riesig. Und damit Nintendo wieder den Gewinn des Konsolenkrieges, meine ich jetzt, wieder zurückholen kann, wieder erobern kann, Ja. dann müssen sie sich wirklich übelst ins Zeug legen. Und das ist was ich ihnen eigentlich kaum zutrauen kann. Deswegen, ich erhoffe mir von der X, Ja. dass sie eine super Konsole wird, keine Frage, oder dass sie vielleicht, weiß ja nicht, ob sie vielleicht wird es ein Handy oder so, aber Das wird auf jeden Fall kein Handy, weil ich die das. Konsole schon gesehen habe. Ach so, so ist das. Okay. Nein, die haben die Konsole wirklich schon gezeigt. Das ist kein Scherz. Hä, was? Ja, Nee, du bist nicht auf dem neuesten Stand, weißt Hä? Quatsch. du. Doch. Quatsch. Ich meine schon, dass sie die gezeigt haben, Echt? natürlich. Das ist. Ja. Nee, 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 haben sie nicht. Kann eigentlich nicht sein, weil sie bei der Nintendo Direct gesagt haben, dass es keine Informationen zu Ja, dann NX haben sie gibt. nicht gezeigt, Marci geht jetzt scheiße, so anderes Thema. Was glaubst du, was wird für ein Spiel daraus kommen, also mit der NX? Als Launch-Titel. Ja, absolut. Ich könnte mir natürlich The Legend of Zelda für Wii U eine Portierung vorstellen. Aber andererseits, ich glaube, dass das wirklich ein exklusiver Titel wird für die Wii U. Ich glaube nicht, dass sie das wie bei Twilight Princess nochmal auf die nächste Konsole drauflegen. Das wäre eigentlich ein bisschen billig. Und deswegen glaube ich einfach, dass es ein neues Mario wird. So einfach es klingt, aber weil Mario ist einfach Denn die ich Marke, glaube die auch, die dass es ein meisten. Mario wird. Das wird einfach die meisten Leute anziehen und es. Also ein richtiges Mario, also Super Mario Maker ist ja kein richtiges Mario-Spiel eigentlich. Ein richtiges Mario-Spiel ist ja eigentlich zuletzt mit Super Mario 3D World auf den Markt gekommen. Und das ist ja Ja. schon eine Weile her jetzt. Ja, apropos Super. Ich denke, ja, dass es ein Mario Kart wird. Ein Mario Kart? Ein Mario Kart. Ja. Ja, das kann auch sein. Kann auch Aus sein, dem ja. einfachen Grunde, ich meine schon, also wenn sie dieses Jahr keine DLCs mehr bringen, dann gehe ich da fest von aus. Ja, ein Mario Kart. Und ich hoffe mir so sehr ein Super Mario Galaxy 3 für die NX. Dankeschön. Bitteschön. Nein, ein Super Mario Galaxy 3, klar. Wäre toll. Ich habe alle beiden Teile gesuchtet ohne Ende, Ich auch. bis ich sie auf 100% hatte. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Und heutzutage macht es mir immer noch Spaß. Also würde es mir immer noch Spaß machen. Ich werde es auch sicherlich irgendwann let's playen. Nur, es ist eigentlich, man muss es wirklich skeptisch sehen mit dem dritten Teil, weil das Gerücht ja jetzt schon ewig e existiert. Und dass sie eigentlich keine Ideen mehr haben, ist ja bekannt. Es wäre natürlich wirklich episch. Vielleicht tun sie ja so. Aber vielleicht werden sie uns alle überraschen und sagen, haha, wir Weißt du, was haben mich doch gewundert eins hat? gemacht. Wäre schon nice, ja. Auf Aber die E3, ne? ja. Ich hab's ja so, ich wollte unbedingt, ne? Wie bescheuert es jetzt klingt, ne? Wollte ich ein Animal Crossing haben. Für die Wii U, ne? Ja. Also ein richtiges. Ja, und dann kam halt Und eins, dann haben ne? wir uns, ja, und dann haben wir uns ja hingesetzt.
Und ich so, Alter, weil diese Linda da rausging, ne? Ja. Aus diesem Rathaus-Dings. Ja, genau. Und ich. Beinahe ausgeflippt. Alter, ein Anime-Kosmos. Und dann, Alter, bin ich hochgesprungen. Und dann kommt die da mit so einem Spiegelding. Wie Mario Party. Und mein Mund, ja, der geht immer weiter nach unten. Oh. Ja, den Fehler, den Nintendo mit dieser Direct halt einfach gemacht hat. Sie haben eine Menge Hype aufgebaut. Also wirklich richtig krass. Und dann kam halt einfach nichts. Also, und vor allem, es kamen Sachen, die man irgendwie sich gewünscht hat, aber irgendwie war es dann doch nicht das, was... Nintendo hat bei mir verschissen an diesen Abend gehabt. Also, genau. Es ist halt so, man erwartet ein tolles Metroid. Was kommt? Metroid, keine Ahnung, jedenfalls irgendwas, was kein Metroid ist. Richtiger Fail. Und als zweites, also deswegen wurde das Spiel ja auch gehatet, ich glaube, das hieß irgendwie Federico. Selbst die großen YouTuber, die waren völlig über den Nerven. Also die mussten das gerade erstmal verkraften, ne? Ja, das hieß irgendwie Federation of Force oder wie das heißt, ja. Und dann kam halt Animal Crossing, jeder so, oh mein Gott, Animal Crossing für Wii U und dann so ein Kartenspiel, ja. Oder, oder dass zu The Legend of Zelda Wii U nichts gezeigt wurde, ne? Das konnten die halt eigentlich auch nicht bringen. Boah, das. Ich habe mich auch sehr aufgeregt. Nintendo wisst ihr, nie wieder sowas. Also ich weißt du, die haben den Aufbau so geil hingekriegt, weißt du, mit Iwata und sowas, ne? Ja. Alter, der Shit. Und dann machen sie so eine Scheiße. Hm? Ja, ist halt wirklich so. Ja. Ich habe mir nach der Nintendo Direct gedacht. Wie viele Minuten haben wir? Weiß ich doch nicht. Wir machen noch ein Rennen. Okay. Ich habe nach der Direct, als ich sie gesehen habe, gedacht, das war jetzt irgendwie schlecht. Vor allem das Ende war auch mit diesem Let's Super Mario total albern. Also ich habe mir gedacht, das war jetzt nicht so ein geiles Direct. Aber dass es so gehatet wird, das hätte ich echt nicht gedacht. Also ich habe mir dann auf YouTube die Videos angeguckt, da war teilweise wirklich 80% waren Daumen runter. Ja, und das war halt richtig... Ja, weil Nintendo hat sich nicht dabei gedacht. Ja, ist halt die so. Die haben enttäuscht und die wussten, die haben sich ein Netz rausgemacht. Ja. Spaß, auf Deutsch. Ja. Allein das war schon beschissen mit dem. Ich meine, sie haben ja auch gesagt, sie konnten einfach nicht so tolle Sachen ankündigen wie 2014. Das ging einfach nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie gedacht hätten, dass sie die Fans so enttäuscht hätten. Ja. Also es kann nicht sein, dass sie von Anfang an gewusst haben, dass dann so eine Hate-Welle ausbricht. Also klar kann also man... Dann hätten die das aber nicht so spannend machen müssen. Ja. Wie mit den Animal Crossing. Genau das denke ich. Guck mal, bei 3DS kam Animal Crossing raus. Animal Crossing New Leaf. Ja. Und dann bringen die so eine Scheiße raus. Ja. Ja, keine Ahnung. Sie haben halt... Also es kommt kein Animal Crossing für die Wii U. Das kann ich auch jetzt schon jetzt nicht gehen. Glaube ich einfach nicht mehr. Na, vielleicht haben wir ja noch Glück. Ich meine, wenn NX... Ich meine, guck mal, wenn wirklich die NX wirklich nächstes Jahr kommen sollte, dann wird nichts mehr kommen. Ich glaube nicht, dass das ist schon nächstes Jahr kommt. Das haben die bei der Wii U ja auch nicht gemacht. Die haben ja auch erstmal vorgestellt, bei der nächsten E3, dann konnte man sie spielen im finalen Design und dann dieses Spiel kam es raus. Also ich glaube nicht, dass es wirklich nächstes Jahr schon rauskommt. Aber wenn es so wäre, wäre es natürlich mega episch, aber dann müssen sie aber auch mega epische Spiele haben. Und also die NX Spiele bis dahin Jahr, fertig haben, das ist dann auf, die Frage. NX soll nächstes Jahr zum Weihnachten soll die rauskommen. Weißt du, das hat Nintendo echt gut hingekriegt. Also Wenn die das so schaffen mit dem Timing, aber dann brauchen sie sich nicht wundern, wie beim 3DS, wenn sie kaum Spiele haben zum Launch, dass es dann keiner kauft. Ja, es ist halt viel. So eine neue Konsole muss halt wirklich viel vorbereitet werden. Da kannst du nicht einfach mal so, ja, wir machen jetzt eine neue Konsole und hauen die sofort raus, sondern es ist halt, du musst auch viele Kundenwünsche einbeziehen und auf die Reaktion der Menschen hoffen und so. Und ja, du musst halt gucken, was die sagen. Erstmal, bevor du was. So sieht's auch aus. Das dauert halt sehr lang. Naja, gut. Das war das Schlusswort für diesen Part. Oh, jetzt bin ich aber auch mal sagen. Ich muss sagen, es war eine nette Unterhaltung. Also. ja. Wie sich halt so richtige Nintendo-Fachleute unterhalten. Das ist echt witzig. Ja, es war gut.
Ja, da ich ja den Anfang Schlusssatz gesagt habe, sage ich Ja. auch den Ende Schlusssatz. Klar doch. Ja, ich würde mal sagen, das war's mit diesem schönen, wunderschönen Part. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part Ja. wieder. Danke fürs Ansehen. Danke fürs Ansehen und bis dann und ciao. Ciao, ciao.